Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Probleme bei der Deutschen Bahn waren heute zum zweiten Mal in dieser Woche Thema eines Krisentreffens im Verkehrsministerium. Diesmal präsentierte Bahnchef Lutz konkrete Maßnahmen, mit denen Pünktlichkeit und Service verbessert werden sollen. Allerdings ist die Finanzierung noch unklar. Kritik an der Bahn kam auch vom Bundesrechnungshof. Er forderte den Bund als Eigentümer auf, klare Prioritäten zu setzen. Die Bahn und ihre Dauerprobleme. Erneut hatte der Bundesverkehrsminister deshalb heute die Bahnspitze einbestellt. Nun soll einiges schnell besser werden, angefangen bei der Kommunikation. Wenn der Kunde frühzeitig informiert ist, dann kann er sich auch darauf einstellen. Das ist immer der erste Punkt. Wenn aber Ratlosigkeit auf dem Bahnsteigen ist, dann ist es die falsche Strategie. Und deswegen wollen wir genau das ausgleichen. Vor allem aber soll und will die Bahn, besonders im Fernverkehr, wieder pünktlicher sein. Wir werden besser werden, Schritt für Schritt, für unsere Kunden. Klar ist allerdings auch, dass es nicht den einen Knopf gibt, den wir drücken müssen, damit alles gut wird. Es sind ganz, ganz viele Themen, ganz, ganz viele Maßnahmen, die da ineinander greifen. Die Bahn will in diesem Jahr 22.000 neue Mitarbeiter einstellen und die Investitionen erhöhen. Viel befahrene Strecken und Baustellen sollen besser gemanagt werden. Im Nah- und Fernverkehr soll es neue und zusätzliche Züge geben. Neu ist da eigentlich nichts. Wenn Sie mich vor 4 Wochen gefragt hätten, hätte ich Ihnen dasselbe gesagt. Nur ist es gut, dass man sie jetzt wirklich intensiv angeht. Sie angehen die Probleme bei der Bahn. Das ist das eine. Die Finanzierung das andere. Und gerade damit ist der Bundesrechnungshof unzufrieden. Die Bahn sei hochverschuldet, zu sehr im Ausland engagiert. Außerdem habe man es nicht geschafft, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Die Ziele der Bahnreform, die vor 25 Jahren die heutige Deutsche Bahn begründete, sei nicht erreicht worden. Der Bund hat zumindest die Entwicklung begleitet, tatenlos zugeschaut, nicht steuernd eingegriffen. Und das ist natürlich schlecht und ein Mangel. Und hier ist dringend geboten, umzusteuern. Dahinter steht auch die Frage, ob sich der Bund nicht entscheiden muss. Nämlich, ob sich die Bahn am Gemeinwohl orientieren soll oder ob es darum geht, Gewinne zu erwirtschaften. Die britische Premierministerin May will nach dem überstandenen Misstrauensvotum nun mit den anderen Parlamentsfraktionen einen Plan B zum Brexit erarbeiten. Der mit der EU ausgehandelte Austrittsvertrag war am Dienstag im Unterhaus gescheitert. Für kommenden Montag kündigte May nun einen neuen Vorschlag an. Noch ist völlig unklar, wie dieser aussehen könnte und ob er eine Mehrheit im Parlament finden wird. Am Tag nach dem großen Sturm scheint wieder die Sonne. Die Journalisten stehen noch immer vor 10 Downing Street und Theresa May sitzt weiterhin drinnen. Hinter verschlossenen Türen, die sie doch eigentlich öffnen wollte. Zumindest hatte sie das gestern Abend nach dem überstandenen Misstrauensvotum hier verkündet. Wir müssen jetzt alle zusammenarbeiten, um herauszufinden, was das Parlament nun will. Deshalb lade ich jetzt alle Parteien ein, um gemeinsam einen Weg zu finden. Und so kamen sie alle heute wieder, die Brexiteers ihrer eigenen Partei, die nur auf die nächste Gelegenheit warten, ihr zu schaden, und die Nordiren, die ihr weiter drohen, sie fallen zu lassen. Nur einer kam nicht, der wichtigste, wenn man so will, der Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Der war ganz woanders, im südenglischen Hastings, und erklärte dort an May gerichtet: Nehmen Sie die Drohung eines ungeregelten Brexit vom Tisch. Vorher werde er sich nicht in die Niederungen irgendwelcher Gespräche mit ihr begeben. Da kann er möglicherweise lange warten, denn das wird May gegen ihre eigenen Brexiteers nicht durchsetzen können. Auf die Frage einer Reporterin, ob No Deal ausgeschlossen werden könne, sagten die: Es ist sehr wichtig, dass die Regierung weiter frei und flexibel verhandeln kann. Also ohne das Drohszenario No Deal aufzugeben. Zwar hat Theresa May gestern angekündigt, nun parteiübergreifende Gespräche zu führen, aber schon heute scheinen die Fronten völlig verhärtet. Jeremy Corbyn will nicht mitspielen, solange sie keinerlei Bereitschaft zeigt, sich zu bewegen. Und nichts deutet darauf hin, dass May ihm entgegenkommen will. Man spielt einfach weiter auf Zeit, als sei nichts geschehen. Die USA wollen ihre Fähigkeiten zur Abwehr feindlicher Raketen verbessern.
Präsident Trump stellte eine entsprechende Strategie vor, die auch Raketenabwehrsysteme im Weltraum einschließt. Als mögliche Bedrohungen werden in einem Papier neue Langstreckenraketen aus Russland und China genannt. Auch Nordkorea und der Iran werden erwähnt. Noch ist unklar, wie die US-Regierung ihre Raketenabwehrpläne finanzieren will. Das Pentagon hatte der Präsident als Ort gewählt, um seine Pläne für eine modernisierte Raketenabwehr vorzustellen. Auf Basis einer schon 2017 in Auftrag gegebenen Studie geht es Trump um Verteidigungsstrategien gegen mögliche Bedrohungen durch Hyperschallraketen aus Russland oder China und ballistische Raketen aus Nordkorea oder dem Iran. Überall sind unsere Gegner, Konkurrenten und Schurkenregime dabei, ihre Raketenarsenale zu verbessern. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung von Langstreckenraketen, die Ziele innerhalb der USA treffen könnten. Als Präsident ist es meine erste Pflicht, unser Land zu verteidigen. Zu den möglichen Investitionen könnten Systeme gehören, die im Weltraum stationiert sind. Sensoren sollen so früher den Abschuss feindlicher Raketen erkennen, hier verdeutlicht am Beispiel eines fiktiven Angriffs aus Nordkorea. Mit Hilfe der Daten aus dem All ließe sich Amerikas Raketenabwehr schneller und präziser aufstellen, um die Bedrohung auszuschalten, so das Pentagon. Mit Blick auf Russland und China fürchten Beobachter nun ein neues Wettrüsten. Nicht zuletzt, weil der 30 Jahre alte INF-Vertrag über das Verbot nuklearer Mittelstreckensysteme nicht verlängert werden dürfte. Washington wirft Moskau vor, die Vereinbarungen gebrochen zu haben. Trump droht mit einem Ausstieg der USA. In den USA sind offenbar deutlich mehr Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt worden, als offiziell eingeräumt. Zu dieser Einschätzung kommt die zuständige Aufsichtsbehörde in einem Bericht. Demnach seien Familientrennungen schon viel früher vorgenommen worden als im Frühjahr 2018. Präsident Trump musste die umstrittene Praxis nach öffentlichen Protesten im vergangenen Sommer stoppen. Bislang waren 2700 Fälle von Familientrennungen bekannt. In der griechischen Hauptstadt Athen haben tausende Lehrer gegen die Regierung demonstriert. Sie fordern, nach jahrelanger Befristung fest angestellt zu werden. Außerdem kritisieren sie die Sparpolitik. Alle staatlichen Schulen in Griechenland blieben wegen der Protestaktion geschlossen. Einige Lehrer versuchten, in das Parlamentsgebäude einzudringen. Die Polizei stoppte sie mit Schlagstöcken und Tränengas. Russlands Präsident Putin ist in Serbien von seinem Amtskollegen Vucic mit militärischen Ehren empfangen worden. Beide Politiker betonten die guten Beziehungen ihrer Länder. Serbien hält enge Verbindungen nach Russland, zugleich strebt das Land eine Mitgliedschaft in der EU an. Am Abend besuchten Putin und Vucic den Dom des heiligen Sava, eines der größten Gotteshäuser des orthodoxen Christentums. Der Bundestag hat heute mit einer Feierstunde die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland gewürdigt. Vor 100 Jahren durften Frauen bei der Wahl zur Weimarer Nationalversammlung erstmals abstimmen und gewählt werden. Etwa 80% von ihnen nutzten das neue Recht. Im Parlament heute warnten Abgeordnete vor Rückschritten bei der Chancengleichheit in Politik und Gesellschaft. Ein Selfie mit Männern in Unterzahl. Die Wirklichkeit im Bundestag sieht aber anders aus. Nicht mal ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen, der niedrigste Frauenanteil seit 20 Jahren. Die einstige Frauenministerin Bergmann fordert darum eine gesetzliche Frauenquote, auch fürs Parlament. Statt den Zustand zu beklagen, ist es an der Zeit, sich ernstlich mit einem Paritätsgesetz zu befassen. Auch wenn uns die Diskussion um Gleichstellungsgesetze und Quoten reichlich nervt. Mit der Freiwilligkeit sind wir nicht sehr weit gekommen. Vor 100 Jahren durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen und sich wählen lassen. 1919 betrug der Frauenanteil in der Nationalversammlung nicht mal 10%, aber es war ein Anfang. Wer heute annimmt, er könnte ohne Frauen in der Welt was bewirken, der irrt sich. 2019 hat Deutschland eine Kanzlerin und 6 Ministerinnen in der Regierung. Doch echte Gleichberechtigung der Geschlechter erfordere noch mehr. Dass wir die für unsere Gesellschaft unverzichtbaren Tätigkeiten, die heute noch ganz überwiegend von Frauen unbezahlt verrichtend, anders aufteilen müssen. Kindererziehung, Hausarbeit und Pflege. Das ist eine weithin akzeptierte Erkenntnis, aber an deren Umsetzung müssen wir Männer gelegentlich mit Nachdruck erinnert werden.
Auch das ist Teil des Erinnerns an 100 Jahre Frauenwahlrecht, eine Ausstellung internationaler Künstlerinnen im Bundestag. Sarah Nabil aus Afghanistan erklärt, dass Frauen in ihrer Heimat nur frei wählen dürfen, was Männer ihnen erlauben. Ein echtes Wahlrecht, oft ein immer noch vorenthaltenes Menschenrecht. Die Überlegungen des Landgerichts Duisburg, den Prozess zur Love Parade-Katastrophe von 2010 einzustellen, stoßen sowohl bei Hinterbliebenen als auch bei der Staatsanwaltschaft auf Bedenken. Nach Ansicht des Gerichts war das Unglück eine Verkettung vieler einzelner Fehler, sowohl bei der Planung als auch am Tag der Veranstaltung. Deshalb treffe jeden der 10 Angeklagten nur ein relativ kleiner Teil der Schuld. 7 Jahre hatten sie auf diesen Prozess gewartet, die Opfer und Angehörigen der Love Parade-Katastrophe. Als er endlich begann, drängte die Zeit. Nun droht die Verjährung. Die Leitfrage des Mammutverfahrens: Wer ist schuld an dieser Katastrophe? Bei einer Massenpanik auf dem Techno-Festival in Duisburg starben 21 Menschen. Mehr als 650 wurden verletzt. Ein Jahr lang wurde verhandelt. Nun erwägt der vorsitzende Richter die Einstellung des Prozesses. Der Grund: Eine Vielzahl von Menschen sei verantwortlich, nicht nur die 10 Angeklagten. Es handle sich um ein kollektives Versagen bei der Durchführung des Festivals. Und das führt dazu, dass im Ergebnis eine etwaige Schuld der Angeklagten aus Sicht des Gerichts im geringen und allenfalls mittleren Bereich läge. Für die Opfer und ihre Anwälte wäre eine Einstellung eine bittere Perspektive. Es muss nur genug Tote und möglichst viele Beteiligte geben, dann gibt es keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das war bei jeder größeren Katastrophe in der letzten Zeit ja so. Im Ergebnis werden die Dinge eingestellt, weil der Aufwand ist der Justiz zu groß. Sie drückt sich davor, weiterzumachen. Ihre letzte Hoffnung, dass das Gericht zumindest die Rollen der Verantwortlichen klar benennt. Ohne wirkliches Ergebnis kann ich das einfach auch gar nicht akzeptieren. Das wäre für mich ja so, als wenn es überhaupt keinen Prozess gegeben hätte. Also ich finde auch, wir haben ein Recht, ein Ergebnis zu haben. Eine Einstellung ohne Geldauflagen für die Angeklagten, das kann sich auch die Staatsanwaltschaft nicht vorstellen. Sie muss sich, genauso wie die Verteidigung, bis Anfang Februar zu den Vorschlägen des Gerichts äußern. Deutschlands Handballer haben die Vorrunde bei der Heim-WM abgeschlossen. Im letzten Gruppenspiel in Berlin besiegte das Team Serbien mit 31:23. Die deutschen Handballer ziehen damit ungeschlagen in die Hauptrunde der WM ein. Der 31:23 Sieg gegen Serbien zum Abschluss der Vorrunde standesgemäß. Erst nach gut 10 Minuten hatte die DHB-Auswahl ihre leichte Nervosität abgelegt, bekam die Partie dann in den Griff und ging durch Paul Drucks nach einer Viertelstunde mit 8:7 in Führung. Der Berliner bereits mit seinem 3. Treffer. Silvio Heinevetter, der heute im deutschen Tor beginnen durfte, steigerte sich im Verlauf der ersten Halbzeit und zeigte mehrmals seine Klasse. Bis zur Pause baute Deutschland die Führung aus, ging dank Fabian Wiede mit 16:12 in die Kabine vor rund 17.000 begeisterten Handballfans. Die Mannschaft von Christian Prokop agierte danach weiter konzentriert und traf Mitte der zweiten Hälfte 5-mal in Folge. Fabian Böhm mit dem 26:16, 10 Tore die Führung. Die Serben kein ernsthafter Gegner heute. Der sichere Erfolg, am Ende auch zu großen Teilen ein Verdienst von Torwart Heinevetter in der Hauptrunde in Köln, trifft Deutschland ab Samstag auf Kroatien, Spanien und Island. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 18. Januar. Kalte Luft strömt zu uns. Wegen eines Hochs beruhigt sich das Wetter und die Sonne zeigt sich morgen häufiger. In der Nacht sind einige Schauer unterwegs, vereinzelt sind Gewitter dabei. Zunehmend schneit es dabei bis in tiefe Lagen. Später klart es vom Nordwesten bis in die Mitte auf. Morgen dann teils Sonne, teils Wolken. Im Osten und Südosten fallen noch Schneeschauer, im Norden auch Regenschauer. In der Nacht 1 Grad an Nordsee und Oberrhein, minus 6 Grad im Schwarzwald. Am Tag minus 2 bis plus 5 Grad. Am Samstag und am Sonntag ruhiges, meist trockenes Winterwetter. Am Montag vor allem in der Mitte viel Sonnenschein, im Norden und Süden ist es dagegen teilweise wolkig und örtlich regnet oder schneit es etwas. Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Höchste Eisenbahn, warum das Chaos bei der Bahn ein Versagen der Politik ist. Und Angst vor Chinas Handyriesen, warum Huawei womöglich vom 5G-Netz in Deutschland ausgeschlossen wird.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.